zur Freitagslaberei. Ich erzähle euch diese Woche, wie es mir so gegangen ist, bis ich Theo kennengelernt habe und was sich so alles verändert hat, dadurch, dass ich Theo kennengelernt habe. Also ich muss sagen, ich bin mir lange Zeit mit meinem A komplett allein vorgekommen. Ich habe viel Unterstützung erfahren durch meine Eltern, meine große Schwester, wobei ich sagen muss, ich habe oft den Eindruck, ich bin ihr nicht so eine gute kleine Schwester, wie ich sein sollte. Weil sie ist die beste große Schwester, die ich mir wünschen könnte. Und ich habe sie auch wirklich lieb. Hi übrigens! Was ihr jetzt nicht wisst, ist, meine Schwester da. Und wahrscheinlich ist sie heute meine Probeanschauerin, weil ich lasse jedes Video erstmal Probe schauen von jemandem, ob ich auch das, was ich erzählen will, rüberbringe. Das ist mir sehr wichtig. Ja, und heute ist es wahrscheinlich meine große Schwester oder mein Vater. Weil meine Mom ist heute auf dem Vortrag, die guckt es in 90% der Fälle. Und deswegen bin ich auch etwas nervöser, weil ich ja möchte, dass mein Papi stolz auf mich ist. Also, wie schon erwähnt, ich habe mich ewige Zeiten, nachdem ich diagnostiziert bekommen habe, dass ich ein Asperger bin, allein gefühlt mit diesem ganzen Sache. Ich hatte irgendwie so erstmal einerseits, hey, es gibt einen Namen dafür, also es gibt da draußen noch andere. Und andererseits, die im Fernsehen, die ich so gesehen habe, in Filmen oder so, die waren so ganz anders als ich. Wo ich mir dann immer so gedacht habe, das bin ich doch nicht. Dann hat meine Mutter mir damals sehr weise gesagt, mein Kind, weißt du, du musst es so betrachten, das sind alles Jungs da im Fernsehen und du bist ein Mädchen, das ist nochmal was anderes. Dann habe ich mir so für mich gedacht, ja, stimmt schon. Dann hat meine Mutter ein Buch gelesen von einem anderen weiblichen Asperger und hat mir erzählt, dass da viele Sachen sind, viele Fragen, die ich hatte, ja doch, das geht bei der auch. Andererseits habe ich dann aber für mich festgestellt, viele der Sachen, die bei ihr gingen, gingen bei mir jetzt nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, nicht wirklich toll. Dann ist es irgendwie so weitergegangen mit Schule. Das war ja auch so eine Sache. In der Schule ist es manchmal richtig schwierig, wenn du anders bist. Und ich war halt anders als die meisten Kinder. Ich hasse Vater-Mutter-Kind-Spielen. Ich hasse Verstecken und Fangen, habe ich sowieso gehasst. Das einzige Spiel, in dem ich recht gut war, war Völkerball. Vor allem, weil ich eben im Gegensatz zu den meisten sehen konnte, wo der Ball dann hinfliegt und dann irgendwie geschickt ausgewichen bin. Ja, obwohl es auch diese Geschichte gibt. Ich habe, glaube ich, im zweiten Schuljahr unserem damaligen Sportlehrer gesagt, das war's jetzt, ich mache keinen Sport mehr mit. aber die ganze Geschichte erzähle ich euch mal anderes Mal, weil die ist wirklich der Hammer. Und auch irgendwie sehr spaßig. Naja, also auf jeden Fall ein anderes Mal. Dann bin ich auf jeden Fall irgendwann so mit, ich bin dann mal zum Vortrag, wo ein anderer Asperger, ein weiblicher, einen Vortrag gehalten hat über das Leben damit und so. Und in dem Moment bin ich in ein tiefes Loch gefallen, weil ich sag's wie es ist, ich bin da vielen begegnet, die sind wie ich, die aber irgendwie alle anders waren. Und ich dachte in dem Moment, wie kann das sein? Und dann bin ich mir so allein vorgekommen wie lange nicht mehr und vor allem auch so komisch. Ja, und dann eine Woche später, ist wirklich eine Woche ganz genau auf den Tag, eine Woche später, bin ich zum Rossmann gegangen und da habe ich dann Theo kennengelernt. Der Rest ist ja jetzt schon bekannt, aber... Und es hat viel verändert, weil ich fühle mich seitdem nicht mehr so, du bist anders. Ich habe das erste Mal in meinem Leben so den Eindruck,
es gibt noch andere wie dich da draußen und du kannst viel schaffen. Also Theo ist jetzt, glaube ich, 25, 26 um den Dreh rum. Der ist ein paar Jahre älter als ich. Ich habe keinen Plan, wann er Geburtstag hat. Habe ich noch irgendwie nie gefragt. Ups. Er hat auch keinen Plan, wann ich Geburtstag habe, fällt mir gerade auf. Oh Gott, wir fragen uns irgendwie viel zu wenig. Aber ja, das hat für mich viel verändert und auch viel besser gemacht. Ich habe jetzt jemanden, mit dem ich reden kann über Dinge, wo viele andere, weil sie es eben nicht so erleben, nicht verstehen. Ich habe aber auch jemanden über Dinge, über die ich mit Theo nie reden könnte. Da habe ich nicht mal meine große Schwester, mit der ich darüber reden kann. Und das finde ich auch sehr schön. Und ich habe auch Babette, mit der ich über vieles reden kann. Und ich finde immer das Wichtigste für mich ist, da ich nun mal oft Kommunikationen falsch einschätze oder dem anderen seine Stimmungslage falsch einschätze, dass ich eben jemanden habe, wo ich sagen kann, hey du, wie siehst du diese ganze Thematik? Und dann ist es schön, wenn ich jemanden bei mir habe, wie meine Mom, Dad, Katie, Babette oder auch Babettes Mann Winfried, meine Großeltern oder auch noch viele andere Leute oder eben auch Theo, um die zu fragen, was meint ihr dazu? Einfach mal noch einen anderen Blickwinkel zu erhaschen oder zu erhalten. Ich sag's wie es ist, ich bin nicht unbedingt der kommunikativste Mensch der Welt. Ich mag nichts lieber, als manchmal einfach nur ganz alleine in der Wohnung zu sein. Und was ich heute übrigens bin, wenn meine Mutter auf einem Vortrag ist, habe ich vielleicht schon erwähnt. Und einfach nur das zu tun, wonach es mir ist. Sei es jetzt mal in die Badewanne zu gehen, auch wenn es irgendwie furchtbar ist mit dem ganzen Wasser. Oder meinen Hasen rennen zu lassen. Oh, da sollte ich nachher vielleicht aufpassen. Die rennt nämlich gerade durch den Gang. oh ja. Vergessen. oder sowas wie einfach stundenlang da sitzen und mich in irgendeiner Kleinigkeit zu verlieren. Da bin ich ganz groß drin. Ich kann unglaublich gut Arbeiten machen, die noch so, nennen wir es mal, stupide sind. Und dabei das immer wieder denselben Ablauf zu wiederholen. Da gab es diesen, ich habe mir meinem Vater geholfen, Kulis einzupacken, Werbegeschenk-Kulis. Und ich habe das irgendwie stundenlang gemacht, ohne dass mir dabei langweilig war oder so. Ich habe einfach den Kopf irgendwie ausgeschaltet und es ging von mir von selber. Ja. Ich muss sagen, ich habe heute auch noch Pläne für den Freitag. Diesen Freitag will ich auf jeden Fall noch die Sims spielen. Genau genommen die Sims Campusjahre und die Sims 3. Also es ist die Sims 3 Campusjahre und die Sims 3 Inselparadies. Ich möchte auf jeden Fall diese Woche noch eine Meerjungfrau bekommen. Weil die Sims, weil darauf freue ich mich schon. Das hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe jetzt eher oft die Sims 4 gespielt, war aber enttäuscht von dem Spiel. Tja, es kommt mir immer ein bisschen vor wie so ein halbes Spiel. Aber egal. Ich möchte heute auch noch auf jeden Fall etwas FIFA spielen, aber ich weiß nicht, ob das noch zeitlich reicht. Ja, und ich möchte heute noch ein bisschen aus dem Fenster gucken, weil Mom gesagt hat, vielleicht, dass es heute schneit. Oder dass es hier und da schon in Deutschland Schnee hat und ich hoffe jetzt, dass es bei uns auch bald Schnee gibt. Weil ich liebe ja das Winterhalbjahr. Im Sommerhalbjahr kriege ich irgendwie gar nichts gebacken, wegen dem ganzen Licht und den Eindrücken und oh. Und dann stehe ich immer viel zu spät auf, so um 18 Uhr, weil da wird es dann erstmals dunkel. Und das Problem ist, im Winter ist mein Rhythmus dann so kaputt, dass ich es da auch nicht viel besser hinkriege und dann immer noch um 18 Uhr rum aufstehe. Ich sollte zum Beispiel endlich mal meinen von mir gekauften Leder, nein, das ist gar kein Leder, aber auf jeden Fall meinen neuen Sessel richten.
um damit er endlich in mein Zimmer kann, mal absaugen, ein bisschen mit Febreze einsprühen, damit er, und vor allem mich an den Gedanken zu gewöhnen, einen neuen Eindruck zu haben, wenn ich dann in mein Zimmer komme. Aber man wird sehen. Also vielleicht wird es auch das nächste Woche. ja, ich muss noch meinen Hasen füttern und sie wieder in den Stall zurücksetzen. Das sollte ich als erstes machen. und dann noch das Video hochladen. Also, ich habe schon noch Pläne. Und ich plane auch noch diese Woche rauszugehen. Ich muss nur noch jemanden finden, der mit mir geht, weil ich gehe nicht so gerne allein vor die Tür. Ich kann es auch ehrlich gesagt noch nicht. Aber mir heißt es so schön, was du noch nicht kannst, kannst du aber immer noch lernen. Ja, und jetzt könnte ich noch kommen mit Niemand ist eine Insel, denn niemand ist allein. Stimmt auch. und ja. Also, wie schon gesagt, eine Laberei. Die Freitagslaberei. Ach, ich liebe Freitagslaberei. Da kann ich einfach immer nur labern. Vorher hat mich gerade meine Babette angerufen. Nächsten Freitag bin ich bei ihr um 17.30 Uhr. Das heißt, entweder mein nächstes Video kommt früher, also schon um 11 Uhr oder so. Ach ja, wahrscheinlich eher so um 17 Uhr dann. Dann muss ich dann um 16 Uhr hochladen und so. Oder am Samstag. Oder ja, wahrscheinlich am Samstag eher so nach Babette. Da kann ich euch dann auch was Neues erzählen. ja. Bei Fragen, wie gesagt, Infos in meiner Infobox. Meine E-Mail-Adresse ist kleingeschrieben bell.riedmeier@outlook.de. Nur falls jemand nicht die Infobox findet, kann passieren. Ist mir auch die ersten 10 Jahre passiert. Ja, nein, eigentlich erst die ersten 10 Mal. Ich habe auch gar nicht, ich klicke irgendwie nie in die Infoboxen bei anderen. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen. Nicht, weil ich die Infos nicht suche, sondern weil ich irgendwie immer vergisst, die Infobox zu suchen. Naja. Oder falls ihr auf meiner Seite seid, dann gibt es im oberen Eck von meinem Kanal gibt es da einen Facebook-Button, da steht bei Fragen. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen über Facebook. Oder schreibt mir einfach hier direkt die Fragen rein. Ich beantworte jede Frage. Weil jede Frage ist ja auch gut, weil dann weiß ich, was euch interessiert, was euch nicht interessiert. Und kann so mein Gespräch, meine Laberecke oder auch meine Hauptvideos etwas mehr auf eure Fragen einrichten. Das war es eigentlich schon wieder. Bis nächste Woche. Also am Mittwoch, dann sehen wir uns wieder. Und ciao!